Zu den Grundlagen der Elektrotechnik gehört es, sich mit dem elektrischen Widerstand zu beschäftigen. Und der ist ein Maß dafür, welche elektrische Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte elektrische Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Das klingt jetzt ganz furchtbar und aus diesem Grund werden wir uns gleich einmal Beispiele ansehen. Wichtig dafür ist allerdings noch Folgendes zu wissen: Unter Widerstand versteht man auch noch ein Bauteil, welches in ganz vielen Schaltungen vorkommt. Das heißt, im Prinzip ist der Begriff in einem gewissen Maße auch doppeldeutig. So, warum gibt es überhaupt elektrischen Widerstand? Und dafür verantwortlich sind zum Beispiel Wärmeschwingungen der Atome oder Störungen im Aufbau des Kristallgitters. So als Formelzeichen für den elektrischen Widerstand wird meistens ein großes R eingesetzt. Die Einheit ist Ohm und das Einheitenzeichen ein großes Omega. So, also kommen wir nun einmal zu der etwas praxisnäheren Verwendung. Und zwar gibt es da etwas, das nennt sich das Ohmsche Gesetz. Und das stellt den oder das beschreibt einen Zusammenhang zwischen Strom, Widerstand und Spannung. Hier nach R aufgelöst, also nach dem Widerstand. Widerstand ist gleich Spannung durch Strom. R gleich U durch I. Machen wir mal ein Beispiel. Die Spannung sei 10 Volt, der Strom 2 Ampere. Wie groß ist der Widerstand? Also R gleich U durch I. U ist 10 Volt geteilt durch 2 Ampere. Und 10 durch 2, das ist 5, und zwar 5 Ohm für den Widerstand. So, möchte man einen Widerstand dann in eine Schaltung einzeichnen, dann gibt es dafür auch ein Schaltzeichen und das ist im Prinzip ein Kasten und an dem Kasten sind draußen die Anschlüsse dran. Es gibt rund um den elektrischen Widerstand eine ganze Reihe an Themen, die handle ich in separaten Videos ab, sonst würde dieses Video hier extrem lang werden. Also kurz kennengelernt hatten wir eben schon das Ohmsche Gesetz. Dann gibt es noch den spezifischen Widerstand, den elektrischen Leitwert, die Leitfähigkeit. Die Widerstände sind temperaturabhängig, das kann man auch rechnen. Es gibt Widerstände, die kann man in ihrem Wert verändern. Und es gibt Wechselstromwiderstände. Wie gesagt, das alles in extra Videos.